Weil man im Keller intim sein kann, weil man im Keller so sein kann, wie man gern sein möchte und weil es der Keller uneinsehbar ist. Also man kann sich im Keller verstecken oder man kann sich vor der Öffentlichkeit in jedem Fall verbergen. Und offensichtlich ist der Mensch oder sind viele Menschen so angelegt, dass sie eben, wenn sie ihren Leidenschaften frönen, gerne in den Keller gehen, um ungestört zu sein. Ich habe damals im Zuge der Recherchen entdeckt, dass eben bei vielen Einfamilienhäusern der Österreicher die Kellerräumlichkeiten sehr großzügig angelegt waren, oft großzügiger als die Wohnräumlichkeiten. Und da war ich selber erstaunt und habe mir gedacht, das ist eigentlich ein Thema. Ja. Und ein Thema ist es ja auch, weil natürlich in unserem Bewusstsein und Unterbewusstsein der Keller ja ganz bestimmte Bedeutungen hat für jeden von uns. Zum Beispiel? Zum Beispiel, der Keller ist auf der einen Seite der Ort der Dunkelheit, immer auch schon gewesen der Ort der Angst. Wer geht schon gern in den Keller? Und real ist der Keller ja immer auch ein Ort des Missbrauchs gewesen, der Verbrechen, des Versteckens, der Kriminalität. Und insofern, glaube ich, steckt das tief in uns drinnen, eben weil der Keller etwas unter der Erde auch ist. Ne? Also ich würde nicht sagen typisch österreichisch, weil man weiß ja nicht, was es sonst noch auf der Welt gibt in bestimmten Kellern. Ja. Es ist halb in Österreich ans Tageslicht gekommen, aber es ist durchaus denkbar, dass, und das glaube ich auch, ja, dass es in anderen Ländern ähnliche Verbrechen gibt, die vielleicht im Keller stattfinden. Natürlich ist es so, dass ich ja, wenn es eine kleine Geschichte war, schon nach Abgründen auch gesucht habe und nicht nach Harmlosigkeiten. Und sich mit einer Eisenbahn zu beschäftigen, das gibt es und es gibt ja sehr viel in Kellern. Es gibt die ganzen Sammler und die Leute, die basteln und so weiter. Aber das wären dann mehr so sozusagen, um das auch weiterzutreiben, um zu sagen, was gibt es alles. Also auf der einen Seite geht er ja damit in seiner Ortschaft öffentlich damit um. Alle im Ort kennen ihn und wissen davon, wie der Film ja auch zeigt später, dass auch die Musikkapelle, seine Kollegen sich dort treffen und dass sie musizieren. Natürlich ist es noch einmal was anderes, in einem Film vorzukommen, aber ich habe ihm halt das Vertrauen gegeben und er steht dazu, was er tut, was er denkt und insofern hat es funktioniert. Ich kann das nicht sagen. Ja? Also er muss sich dessen bewusst sein, dass möglicherweise das Probleme ergibt. Und ich habe gerade, weil Sie das jetzt ansprechen, in der SM-Szene ja auch sehr lange recherchiert, sehr viele Leute kennengelernt. Und ich wollte Leute für den Film gewinnen, die ganz normale Leute sind. Also es gibt in der SM-Szene viele Leute, die das besonders sozusagen trendig finden, sich damit zu beschäftigen und alles her. Das wollte ich nicht. Ich wollte Leute, die einen ganz normalen Beruf haben und das ihre SM-Beziehung verheimlichen. Und viele Leute haben mir abgesagt, weil sie gesagt haben, ich bin Lehrer, ich bin Arzt, ich verliere meine Arbeit. Ja, die haben eigentlich zusammen, beziehungsweise hat es ja seine Herrin entschieden. Ja. Sie hat gesagt, das machen wir, weil er hat ja nichts zu sagen in Wahrheit. Und ich glaube, die wollten einmal die Gelegenheit nützen, das herzuzeigen, was sie leben und wovon sie überzeugt sind. Diese Episode ist auch eine Mischung von Wahrheit und Fiktion. Ja? Es gibt diese Puppen, diese Reborn Babies, und es gibt viele Frauen, die das wird in Handarbeit hergestellt. Und da wird damit gehandelt und so weiter. Wer hat die besten und authentischsten Puppen? Ja? Und dass die Frau diese Puppen in Schachteln in ihren Kellern verbirgt, ist eine fiktionale Geschichte. Man kann vieles
da hineininterpretieren. Aber natürlich, entweder geht es um gewünschte Kinder oder um verlorene Kinder oder um gestorbene Kinder. Mhm. Aber Babys im Keller löst vielleicht bei uns schon auch etwas aus. Ja? Also wenn ich so denke, was es ja auch immer wieder mal in der Zeitung steht, dass Babys oder Embryos in Tiefkühltruhen gefunden werden im Keller. Die Schwierigkeit bei diesem Projekt war ja eben, Menschen zu finden, die bereit sind, über ihre Abgründe zu sprechen oder es herzuzeigen. Ja? Wie geht man da vor, war die Frage. Und natürlich haben wir mal angefangen, ganz normal, wir suchen Leute, die einen besonderen Keller haben. Ja? Und mit vielen Mitarbeitern über viele Monate sozusagen hat sich ein Fundus ergeben. Und ich habe dann Leute, die mich interessiert haben, kennengelernt. Und, aber es ist immer noch sozusagen ein Weg, also um an Leute ranzukommen, um irgendwie sozusagen eine Ahnung zu geben, was es hier alles geben kann. Aber ich kann beruhigt sagen, oder weniger beruhigt, natürlich ist die Wirklichkeit viel ärger, als der Film es hier zeigt. Also es gibt natürlich viel ärgere Sachen, die mir nie und nimmer filmen mit können. In meinem Keller ist Wein.